Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 11803. G9 jetzt. Die Landesregierung muss den Willen der Menschen in Nordrhein-Westfalen endlich ernst nehmen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin für die antragstellende Piratenfraktion Frau Kollegin Pieper das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 16. April hat die Landeselternschaft der Gymnasien bekannt gegeben, 79% der befragten Gymnasialeltern sprachen sich für das neunjährige Gymnasium aus. Diese Umfrage gibt uns jetzt, heute und hier Anlass, ist aber nicht die Ursache, um erneut über dieses Thema zu debattieren. Wir haben den Antrag bereits am 22. April beim Präsidium eingereicht. Er ist also seit 3 Wochen bekannt. Gestern erreichte uns dann die Nachricht, dass die Landeselternschaft über die Behandlung des Antrags hier und heute nicht glücklich ist. Das kann ich nachvollziehen, da die Landeselternschaft noch nicht entschieden hat, welche Schlüsse sie aus ihrer Umfrage ziehen wird. Dennoch halte ich es für unerlässlich, dass der Landtag heute die öffentliche Debatte führt und auch einen Beschluss zu unserem Antrag schließt. Denn die Umfrage, meine Damen und Herren, führt ja nicht zu einer neuen Situation, sondern sie bestätigt doch eigentlich die Situation, die wir hier seit 2, 3 Jahren vorfinden. Die Probleme mit dem G8 bewegen die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land wie kaum ein anderes Thema in der Landespolitik. Ich halte es daher für die Pflicht des Parlaments, heute eine öffentliche Debatte so zu führen, dass sie der Bedeutung der Frage für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land gerecht wird. Ich halte es ebenfalls für notwendig, heute eine klare Position zu beziehen, wie man sich die weitere Organisation des Gymnasiums vorstellt. Jede Fraktion, die das heute möglicherweise anders sieht, hatte seit dem 22. April die Chance, einen eigenen Antrag zu stellen, über die Debatte, über die Verfahren die Herrschaft zu gewinnen, Entschließungsanträge zu stellen. Nichts davon ist bis jetzt passiert. Keine Reform in der Schulpolitik der letzten Jahrzehnte ist so unbeliebt wie das Turbo-Abi. Dies zeigen uns jetzt zum wiederholten Mal die Ergebnisse der Umfrage der Landeselternschaft der Gymnasien. Dabei ist zunächst einmal festzustellen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion SPD, CDU, Grüne und FDP, dass ihre Fraktionen gemeinsam die Verantwortung für dieses Desaster tragen. Denn es ist doch absurd, die Bedeutung des Wissens für die Zukunft des Landes zu betonen und dann eine Reduzierung der Ausbildungszeit für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife als dringliche Maßnahme aufzunehmen. Bessere Bildung in weniger Zeit funktioniert einfach nicht. Andere westdeutsche Flächenländer wie Niedersachsen oder Hessen haben längst umgesteuert. Und ich frage mich, warum passiert das nicht in NRW? Erst 100.000 Unterschriften der Bürgerinitiative, jetzt die Umfrage. Was denn bitte noch? Worauf wollen wir denn jetzt noch warten? Das G8 in NRW hat keinen Rückhalt. Es gibt keine Akzeptanz, weil das Konzept einfach nicht stimmt. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger wollen, dass auch an dem Gymnasium das Abitur in der Regel im 13. Schuljahr abgelegt wird. Unsere Position war dabei immer klar. Wir wollen den Kindern und Jugendlichen auf ihrem Weg zum Abitur auch an Gymnasien ein Jahr länger Zeit geben. Denn für uns heißt Bildung auch die Entwicklung von selbstbestimmten, verantwortungsbewussten Persönlichkeiten und nicht nur die Vermittlung von möglichst viel Wissen in möglichst kurzer Zeit. Es ist jetzt höchste Zeit, perspektivisch zu überlegen, wie man die gemachten Fehler korrigieren kann und wie sich das Gymnasium weiterentwickeln soll. Denn eins steht fest, ein Schuljahr mehr bis zum Abitur ist für die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler, aber auch für unsere Gesellschaft ein Gewinn. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Für die SPD-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Vogt-Köppers das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Pieper, wie Sie selber schon gerade mitteilten, hat die Landeselternschaft Sie dazu aufgefordert, am heutigen Tag die Diskussion nicht im Parlament zu führen. Sie begründet das damit, dass sie selber noch Informationsbedarf hat und insofern sie die Diskussion zur Unzeit empfände. Für uns ist das ein guter Ton, wenn jemand sagt, er hat noch Beratungsbedarf, ihm die Zeit zu lassen. Außerdem wollen die Eltern der Landeselternschaft auch noch andere Gespräche führen. Das Gutachten von Herrn Professor Dolase ist noch nicht abschließend ausgewertet. Das alles sind Gründe, die uns sehr wichtig erscheinen, zu sagen, wir werden diesen Antrag heute nicht beraten und nicht beraten. Wir werden heute keine Stellungnahme dazu abgeben. Natürlich wird es weiter für uns einen Diskussionsbedarf geben, aber vordringlich wollen wir erst mal mit den Betroffenen reden und die Auswertung von Herrn Professor Dolase abwarten. Das, denke ich, ist ein gutes Verfahren und dem wollen wir heute so folgen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Vogt-Küppers. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Kalten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn die Landeselternschaft der Gymnasium darum bittet, einen Punkt, den sie intern beraten, nicht auf die Tagesordnung des Landtages zu setzen, dann folgt man dem. Das tut auch die CDU-Fraktion. Wir wollen ausdrücklich dazu sagen, wir drücken uns um keine Diskussion um G8 oder G9 und die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Für uns ist wichtig, dass es heute die Bitte ist, weil entsprechende Auswertungen gehen. Wir sind in Gesprächen ebenfalls, wie andere Fraktionen auch. Und deshalb ist es für uns unverständlich. Und vielleicht eine parteipolitische Bemerkung sei mir gestattet, den Anhängern der Piratenpartei. Durch dieses Verhalten haben Sie sicherlich dem demoskopischen Engpass nicht entgegengewirkt, das Problem, was Sie haben. Sie haben sich heute keine neuen Freunde gemacht, und ich finde, dieses Verfahren sollten wir machen. Wir werden Ihren Antrag aus rein verfahrensrechtlichen Gründen ablehnen, und wir werden natürlich gerne, ich denke, das werden die anderen Fraktionen ebenfalls tun, wir werden den Punkt, sobald die Landeselternschaft der Gymnasien gerne über diesen Punkt diskutieren wollen, werden wir uns sicherlich als Fraktion dem nicht verweigern. Von daher lehnen wir Ihren Antrag ab und halten ihn auch für ein bisschen unüblich. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaiser. Seien Sie so nett. Herr Kollege Kaiser, es gab den Wunsch, Ihnen eine Zwischenfrage zu stellen. Ich glaube, bei Herrn Kollegen Marsching. Ja, natürlich. Der Platz von Frau Rudlewski sitzt, wenn wir die noch mitnehmen. Bitte, Herr Kollege. Das ist sehr nett, Herr Kollege Kaiser, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich würde Sie gerne fragen, ob Sie bereit sind anzuerkennen, dass zwar natürlich diese Umfrage der Landeselternschaft der Gymnasien der Auslöser für diesen jetzt konkreten Antrag ist, aber dass wir hier schon lange über G8, G9 reden, dass wir schon lange darüber reden, dass das Turbo-Abi hier ein Problem darstellt. Und dass es so oder so, egal ob die Landeselternschaft jetzt Beratungsbedarf hat oder nicht, das nicht ausschlaggebend dafür sein kann, ob wir hier im Parlament, in unserer Fraktion, im Schulausschuss oder im Parlament als Ganzes Beratungsbedarf haben, wenn 80% der Befragten gegen das Turbo-Abi sind. Herr Marsching, der Piratenpartei ist natürlich vollkommen unbenommen, jeden Punkt zu jedem Zeitpunkt hier zur Debatte zu stellen. Das ist demokratisch und das ist richtig. Wenn Sie aber in Ihren Antrag explizit auf eine Untersuchung, die die Landeselternschaft der Gymnasien in Auftrag gegeben hat, Bezug nehmen und das zum Anlass nehmen, dies in Ihren Antrag zu bringen, und diese Landeselternschaft explizit darum bittet, diesen Antrag hier nicht zu debattieren, dann ist es für mich guter, demokratischer und parlamentarischer Gebrauch, dem zu entsprechen. Deshalb ist der Grund, warum wir Ihnen Nein sagen. So, vielen Dank, Herr Kollege Kaiser. Der parlamentarische Geschäftsführer der Piratenfraktion hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet und bekommt, bevor wir in der Debatte gleich weiter vorgehen, dazu kurz das Wort. Bitte, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Kaiser, an dieser Stelle zur Geschäftsordnung möchte ich einmal klargestellt hören und sehen von Ihnen hier und jetzt uns hier verfahrens,
rechtliche Absurditäten vorzuwerfen, stehen weder in der Geschäftsordnung, und uns das zu unterstellen in aller Öffentlichkeit bei einer Debatte, die das gesamte Land beschäftigt, ist nicht vorgesehen in unserer Geschäftsordnung und ist überhaupt nicht zu akzeptieren. Gibt es dazu eine Gegenrede im Rahmen der Geschäftsordnungsdebatte? Ja, ja, die CDU-Fraktion nickt dann sicherlich mit einer kurzen Bemerkung, Herr Kollege Kaiser. Ein Satz dazu. Ich habe gesagt, wir lehnen den Antrag aus verfahrensrechtlichen Gründen ab. Wir befassen uns mit ihm in keiner Weise inhaltlich. Das ist der Hintergrund. Das hat mit Geschäftsordnungen und Verfahrenstechniken, mit denen sich ja stundenlang befassen, überhaupt nichts zu tun. Kurz und gut, aus dem Grunde lehnen wir ab. Vielen Dank. Jetzt geht es weiter im Rahmen der normalen Debatte. Und das heißt, für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Bär. Dankeschön, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war eigentlich kein Beitrag zur Geschäftsordnung, Herr Kollege, parlamentarischer Geschäftsführer, überhaupt nicht, sondern offensichtlich das Nichtverstehen des Vortrages hier, auch der Kolleginnen und des Kollegen. Wer in seinem Antrag schreibt, Schlusssatz, bei dieser Diskussion, bei einem Konzept, dabei müssen alle Beteiligten mitgenommen werden. Der hat nicht wahrgenommen, dass die Landeselternschaft der Gymnasien, die Studie, auf die sie sich beziehen, in Auftrag gegeben hat, heute nicht mitgenommen werden will von Ihnen. Das ist die Ausgangslage, und deswegen verhalten wir uns hier so. Und deswegen ist auch die Frage, wie ist die Studie zu bewerten, wie ist die Diskussion zu bewerten, eine, die wir heute hier nicht führen wollen. Wenn die Landeselternschaft selbst sagt, wir möchten in Klausur gehen, wir haben die umfängliche Studie noch gar nicht, es gibt eine Präsentation, die durch die Gegend geschickt wird, aber die Studie selbst hat der Herr Dolase noch nicht vorgelegt und darauf auch verwiesen in einer Folie, dass er sagt, die Auseinandersetzung mit dieser Studie bitte jetzt noch nicht, weil wir das Paket noch gar nicht umfänglich haben. Wir haben am Wochenende, als die Landeselternschaft getagt hat, direkt am Montag sie zum Gespräch eingeladen. Das heißt, der Austausch darüber, das haben die Kollegen und Kolleginnen auch getan, der Austausch darüber läuft längst. Wir haben im Ausschuss einen Bericht zu der Umsetzung des runden Tisches der Maßnahmen. Wir sind in der Debatte hier, dass wir heute diesen Antrag nicht für zielführend halten, weil die beteiligten Personen, auf die Sie sich beziehen, eben nicht mitgenommen sich fühlen in dieser Debatte, sondern sagen, das ist kontraproduktiv. Das haben Sie Ihnen geschrieben. Das dient nicht zur Weiterentwicklung, nicht zum Schulfrieden, nicht der Sache, sondern nur einer parteipolitischen Positionierung hier, die ist Ihnen unbenommen, aber da müssen Sie auch damit umgehen, dass wir sagen, diese Debatte an diesem Punkt nicht, den führen wir an einer anderen Stelle. Vielen Dank, Frau Kollegin Bär. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Gebau. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Monika Pieper, du hast vorhin gesagt, dass die Landeselternschaft nicht glücklich sei über den Antrag. Sie ist nicht glücklich, sondern sie hat explizit darum gebeten, am heutigen Tage diesen Antrag zurückzunehmen. Und ich muss sagen, das wäre eigentlich wirklich der Auftrag gewesen an euch, an eure Fraktionen, das tatsächlich hier zu tun, damit wir dann alle Beteiligten noch einmal darüber sprechen können. Und also ich glaube, dass wir uns darüber einig sein müssen, dass es keine Patentlösungen geben wird in Bezug auf die Frage Beibehaltung G8 bzw. Rückkehr zu G9. Da werden wir niemals alle zufriedenstellen. Ich finde aber auch, dass wir am heutigen Tage nicht die Landeselternschaft verärgern sollten, und das tun wir damit, indem wir hier jetzt diesen Antrag tatsächlich zur Abstimmung bringt. Und ich muss auch sagen, ich weiß um das Datum, ja, aber ihr hattet ausreichend Zeit in Bezug auf die Neuerungen, jetzt in Bezug auf die Landeselternschaft und das Gutachten von Herrn Professor Dolase. Dann halte ich es
hier so, dass ich sagen muss, es ist ein Schnellschuss. Und Schnellschüssen, finde ich, muss man an der Stelle nicht zustimmen, weil das hat die Sache auch nicht verdient. Dafür ist der Anspruch, den wir haben, hier allen möglichst gerecht zu werden, ein sehr hoher. Und eins lasse ich mir nicht nachsagen, wir haben uns in der Vergangenheit ausreichend in vollem Maße mit dem Thema G8 und G9 beschäftigt. Wir werden das auch in Zukunft tun. Wir wollen aber jetzt tatsächlich, wie alle anderen Fraktionen hier auch, den ausführlichen Bericht auch noch abwarten. Ich finde, diese Zeit müssen wir auch der Landeselternschaft entsprechend noch geben. Und deswegen können wir aus diesen genannten Gründen auch nur eins machen, nämlich den Antrag heute hier ablehnen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Gebauer. Für die Landesregierung erteile ich Frau Ministerin Lörmann das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will das noch mal ergänzen, auch aus Sicht der Landesregierung. Die Fraktion der Piraten beantragt für heute eine Grundsatzentscheidung über den 8-jährigen Bildungsgang an unseren Gymnasien. Es soll heute beschlossen werden, zum 9-jährigen Bildungsgang zurückzukehren. Wie auch immer eine solche Rückkehr aussehen soll, das wird nämlich nicht beschrieben. Und ich kann mich vor dem Hintergrund nur Frau Vogt-Küppers, Herrn Kaiser, Frau Beer und Frau Gebauer anschließen. Ich hielte eine Beschlussfassung darüber für hochgradig unseriös, weil sie suggeriert, als würde sich möglicherweise bis zum nächster Zeit beginnenden Schuljahr etwas ändern. Man würde die Fehler der Vergangenheit, nämlich überstürzt etwas sehr Grundsätzliches für die Schulen zu verändern, würden wiederholt. Und wir sollten aus den Fehlern, die damals gemacht worden sind, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, auch in anderen Bundesländern, da sollten wir alle gemeinsam wirklich miteinander gelernt haben, dass das ein umfänglicher, tiefgreifender Veränderungsprozess ist, der erstens gut vorbereitet sein müsste und zweitens nicht suggerieren sollte, als wären damit alle Schwierigkeiten mal eben auf Knopfdruck zu verändern. Das den Eltern zu suggerieren, halte ich für unseriös und auch verantwortungslos. Das ist das Erste, was ich dazu sagen möchte. Ich würde außerdem die Feststellung, die Sie treffen, zu sagen, die Umsetzung des 8-jährigen Bildungsgangs in unseren Gymnasien sei grundsätzlich gescheitert. Damit diskreditieren Sie die Arbeit unserer über 600 Gymnasien in Nordrhein-Westfalen, die sich mit hohem Engagement und mit viel Arbeit diesem Prozess bei allen Wehen, die damit verbunden sind und allen Schwierigkeiten, das wissen wir alle, die wir tagtäglich in den Schulen sind, verbunden sind. Trotzdem ist da intensivst dran gearbeitet worden. Ich könnte auch Zitate bringen, ich will mich aber auch kurz fassen. Gleichzeitig setzen Sie sich über die Anstrengungen aller am Schulleben und in der Bildungskonferenz Engagierten und Beteiligten hinweg, über gemeinsame Diskussionen und Empfehlungen, den 8-jährigen Bildungsgang für alle Schülerinnen und Schüler, die jetzt in den Schulen sind, zu verbessern. Dieser Arbeitsprozess ist intensiv und er dauert an. Dazu kommt, und auch das möchte ich noch mal unterstreichen, der abschließende Bericht, die wissenschaftliche Studie der Befragung, den die Landeselternschaft bei Professor Dollase in Auftrag gegeben hat, liegt überhaupt noch nicht vor. Aber Sie ziehen schon Schlüsse daraus. Das ist ein absolut unseriöses Vorgehen. Meine Damen und Herren, die Landeselternschaft der Gymnasien ist, das ist gesagt worden, mehr als unglücklich über diese Befassung heute. Sie hätte sich gewünscht, dass zunächst in Ruhe die Befragung ausgewertet und fachlich diskutiert wird, bevor es im politischen Raum zu Schnellschüssen kommt. Herr Ziegern, mit dem habe ich am Montag ausführlich diskutiert und telefoniert darüber. Er hat mir wortwörtlich gesagt und er hat mir auch zugestanden, dass ich das, oder hat mich mehr oder weniger darum gebeten, dass ich das hier heute sage, dass Sie seinem Anliegen, nämlich eine gründliche Auseinandersetzung mit Ihrem Vorgehen, einen Bärendienst erweisen. Und da frage ich mich, was ist die Zielsetzung Ihres Vorgehens? Es soll nicht zu Schnellschüssen kommen. Die Landeselternschaft möchte ausdrücklich selber erst einmal auswerten.
in einer Klausur. Die Landeselternschaft möchte selber mit verschiedenen Verbänden sprechen, ehe sie dann selbstverständlich auch im politischen Raum und mit der Landesregierung spricht. Es wird überhaupt nicht erwartet, dass wir hier heute irgendetwas dazu entscheiden. Ich kann mich diesem Wunsch und auch diesem Vorgehen der Landeselternschaft nur anschließen. Ich befürworte die von der Landeselternschaft angekündigten und gewünschten Sondierungen und Gespräche, die wie gewohnt in offener und vertrauensvoller Atmosphäre geführt werden. Ansonsten gilt für die Landesregierung selbstverständlich die Umsetzung gefasster Beschlüsse. Das ist doch selbstverständlich und das gilt auch für die Schulen. Frau Ministerin, und insofern, dass ich Sie unterbreche. Insofern, ja, ich komme sofort. Nein, Sie sollen nicht zum Schluss kommen, sondern es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage. Ja, das habe ich verstanden. Ich sehe ja auch die Minuten, die mir noch blieben. Ich wollte nur eben den Satz zu Ende führen und das zu Ende sagen, dass selbstverständlich für die Landesregierung getroffene Beschlüsse des Parlaments und der erarbeitete Arbeitsprozess Grundlage für unsere Arbeit sind und dass die Landesregierung und die Schulaufsicht und die Qualitätsagentur diesen Prozess in den Schulen weiterhin eng begleiten. Und das können Sie dem Bericht der Landesregierung Ziffer 163851 entnehmen, der online auch auf den Seiten des Landtags abrufbar ist. Das ist das, was mir wichtig war, zu diesem Thema zu sagen. Aber selbstverständlich bin ich zur Beantwortung von Zwischenfragen bereit. Es ist der Herr Kollege Marsching. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe tatsächlich eine Art Verständnisfrage. Sie haben gerade mit relativ kurzem zeitlichen Abstand zwei Dinge gesagt, die bei mir in meinem Kopf gerade nicht übereinkommen. Sie haben gesagt, dass Sie am Montag mit der Landeselternschaft der Gymnasien geredet haben, lange geredet haben. Und drei Sätze später haben Sie gesagt, die Landeselternschaft, die möchte ja auch bis zur endgültigen Auswertung ihrer Umfrage nicht im politischen Raum und nicht mit der Landesregierung reden. Ja, was denn jetzt? Entweder man möchte eine endgültige Auswertung abwarten oder man redet jetzt mit allen Fraktionen, man redet mit der Landesregierung. Nur eins von beidem geht. Was ist jetzt passiert? Haben Sie geredet oder will man erst abwarten? Also lieber Herr, sehr geehrter Herr Marsching, es ist manchmal auch sinnvoll, mehrfach zu sprechen. Der Vorsitzende der Landeselternschaft der Gymnasien hat mich um ein Telefonat und ein Gespräch gebeten. Das habe ich selbstverständlich geführt. Ich meine, es waren ungefähr 40 Minuten. Das betrachte ich als ein geordnetes Gespräch. Das war aber nicht die Diskussion, dass... Was haben Sie gesagt? Okay, gut. Ich bin ja nicht mit Herrn Ziegern verheiratet, wie Sie wissen, Herr Hovenjürgen. Aber auf die Frage von Herrn Marsching zurück. Es ging ausdrücklich um eine Einschätzung über das Vorgehen. Das war der Wunsch. Es ging nicht darüber, welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind aus der Studie. Das ist ein relevanter Unterschied in der Sache. Und zu diesem Punkt hat Herr Ziegern gebeten, das Verfahren einzuhalten und zu sagen, wir möchten das selber gründlich diskutieren. Und wir haben noch keine abschließende Meinungsbildung. Und ehe wir die treffen... Wie bitte? Also, es ist immer so, wenn man anderen Dinge unterstellt, sollte man sich fragen, ob man die vielleicht selber so betreiben würde, sehr geehrter Herr Marsching. Also ich kann keinen Widerspruch meiner Aussagen erkennen und ich habe auch den Eindruck, dass das Parlament mir ansonsten in relativ großer Breite folgt. Selbst in dieser Frage ist das nicht so selbstverständlich. Ich habe eher den Eindruck, dass Sie sich selber in Widersprüche verstricken, weil Sie selber mit diesem Antrag heute nicht so ganz glücklich sind. Das ist mein Eindruck. Vielen Dank, Frau Ministerin. Als nächste Rednerin hat Frau Kollegin Pieper von den Piraten das Wort. Frau Präsidentin, erstens, ich habe gestern Nachmittag auch mit jemandem aus dem Vorstand der Landeselternschaft gesprochen. Das können wir nämlich auch. Dort ist die Sache nicht halb so dramatisch beschrieben worden wie hier, oh, und wie furchtbar das ist, wenn Sie diesen Antrag stellen. Sie hatten durchaus Verständnis dafür, dass unsere Interessen nicht unbedingt deckungsgleich sind an dieser Stelle, und das haben Sie auch akzeptiert. Das wurde auch akzeptiert, genau.
Dann habe ich aber in dem Telefongespräch gehört, man habe mit niemandem gesprochen. Jetzt erfahre ich offenbar doch, Montag, mit der Landesregierung. Ich will das nicht bewerten, ich nehme das zur Kenntnis. Zu dem letzten Satz unseres Antrags, was gerade gesagt wurde, dass da ja steht, man solle doch alle Eltern mitnehmen und alle Verbände, natürlich. Aber mit dem Antrag heute verbieten wir Ihnen ja nicht, Gespräche mit der Landeselternschaft zu führen. Sie können tagelang mit denen reden, Sie können auch mit denen in Urlaub fahren. Aber das hat doch nichts mit dem Antrag hier zu tun. So, also erstmal haben Sie gesagt, das wäre unseriös, jetzt hier darüber zu diskutieren. Dann muss ich sagen, die Presse in Nordrhein-Westfalen ist auch ziemlich unseriös, ne? Die berichten schon seit 2 Wochen darüber. Weiß ich nicht. Dann der 10-Punkte-Plan. Wir haben uns nie gegen diesen 10-Punkte-Plan ausgesprochen. Der ist gut, der ist aber nicht nur fürs Gymnasium gut, der ist eigentlich für die anderen Schulformen genauso gut. Und was hier passiert, meine Damen und Herren, ist so eindeutig. Sie versuchen einfach auf Zeit zu spielen. Sie versuchen einfach, das Thema immer weiter nach hinten zu schieben, um sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen. Und genau das tun Sie jetzt auch, indem Sie sagen, wir debattieren gar nicht zu dem Thema. Wir sagen, ihr seid alle blöd und der Antrag ist die falsche Zeit und ihr nehmt die Landeselternschaft nicht mit. Da frage ich mich mal, was ist denn die Landeselternschaft? Das war jetzt die Landeselternschaft der Gymnasien. Da muss man hier nicht so tun, als seien das alle Eltern in NRW. Denn der Wille der Eltern in NRW, der steht ja fest, der ist ja klar durch die Umfrage. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Das bleibt auch so. Dann schließe ich an dieser Stelle die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 4 und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt, die wir jetzt auch durchführen, und zwar über den Inhalt des Antrages Drucksachennummer 11803. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Piratenfraktion. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, die FDP. Vielen Dank. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag der Fraktion der Piraten Drucksachennummer 11803 abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5.